So, ich brauche eigentlich nur noch hier diese Wire Wings. Zweimal. Also Chrome brauchen wir verdammt viel. Das hätte ich ja schon vorher sagen können. So, die HV-Kapazitor sind fertig. Jetzt holen wir uns mal die Power Armor Boots raus. Gehen zum Power Armor Tinker Table. Und können dann jetzt hier die Elite Battery installieren. Machen wir die volle Batterie rein. Was ist denn jetzt IC2 hier? Ah, ich habe keine Ahnung. So. Ich finde es interessant, dass die Batterie schon ein bisschen Strom hat. So? Ja, die hat schon 74k drin. Ich habe gerade mal meine Schuhe aufgeladen an dem Cube hier. Ja? Schau da mal rein. Das war auf einem Schlag weg. Habe ich schon mal erlebt letztens. Das ist ein Witz. Das ist MJ. So, wir brauchen aber noch den Schockabsorber. Das heißt, wir brauchen zwei Wolle und ein Servo. Motor. Was brauchen wir dafür? Was? Stahl, Zweitrun Circuits und Solenoid. Gut. Ich schätze mal, du willst das auch haben. Ja. Hast du auch eine Elite-Batterie für mich? Moment, ich meine, die müsste hier. Ja, die ist im AE drin. Okay. So, 12 Stück. Und da können wir die schon craften. Doof oder finde ich den was? HV. Einfach HV angeben. Ah. Was? Wie wird West das jetzt mal hergestellt? Kupfer und Zinn. Oder? Ah, Zink und Kupfer. Okay. Kupfer und Zink hatten wir ja auch noch. Ja, da. Wir haben gerade mehr Iridium als Zink. Läuft. Aber richtig. Gut. Machen wir mal ein bisschen Zink. West meinte ich. Und wir brauchen da noch ein paar Advanced. Jetzt ist der Cube ganz leer. Was? Wie soll das jetzt? Weil ich meine Schuhe auch noch reingetan habe. Ich hoffe, wir können auch gleich bald mal wieder den Miner aufstellen, dass wir an Glowstone das kommen. Aber im Nether. Ja, schon klar. Aber wenn ich das richtig sehe, kriegen wir aber auch so gut wie gar nichts Glowstone. Alternativ könnte ich anscheinend über Bienen nochmal herstellen. Ich glaube, das ist ein ordentliches Ziel. Christian? Ja, kann man in Angriff nehmen. Du hast ein DC, das ist dir bewusst, ne? Was? Du hast ein Disconnect. Ich schon wieder. Na, ich habe nur auf einen Elite Energy Cube zugegriffen und wollte meine Schuhe reintun. Perfekt. Was fehlt jetzt? Wir haben schon wieder keinen Enriched Alloy. Ich schmeiß jetzt mal was Eisen auf Vorrat rein. Aus dem, was wir haben, können wir gerade mal 16. Electronics Circuits machen, ne? Ein Stack Eisen. Ich hab da jetzt irgendwie mal 5, 6 reingeschmissen.
Hab schon überlegt, ob ich es automatisiere, aber Kein Bock. größerer Aufwand. Ja, können wir mal so offscreen machen. Schon die ganze Automatisierung müssen wir nicht zeigen. Gab's schon letztes Jahr, fand ich genug. Letzte Ja, Season. ich hab's schon mal versucht, das Auto zu automatisieren, aber das Redstone, was da reingehört, das füllt's nicht automatisch nach. Okay. Das ist das Problem. Keine Ahnung, wie ich das beheben kann. Oh, die Demonic Queen ist ja gar nicht so schwierig. Die kann ich eigentlich schon relativ schnell herstellen, finde ich. Ich würde der Haken liegt einfach nur daran, dass man die dass sie in der Oberwelt nicht arbeiten wollen. Die brauchen ja den Nether dafür und ich glaube, das kann man über Gender Tree lösen. Ja, relativ gut sogar. Gibt ein Upgrade, das einfach mal die Hölle simuliert. Ah Verbraucht zwar dann ja. 50% mehr Strom, aber ganz ehrlich, drauf geschissen. Oh. Soll jetzt nicht am Strom liegen, ne? So, zwei sind fertig. Und wir brauchen zwei Wolle. So, jetzt installieren wir hier mal den Schockabsorber. Mach ich mal komplett voll. Und tschüss, Freerunners. Hallo. Power Armor Boots. Und da haben wir es gehört. Kein Fallschaden mehr. So. Ausfüllt. Sollen wir uns den Energy Shield installieren? Wofür ist denn der nochmal da? Das ist quasi Schutz. Jo, wir machen erstmal Diamond Plating. Okay. Weil für den Force Field, der dafür notwendig ist, bräuchten wir wieder Tanks im Platz. Oh, das gilt ja. Da sagt Titan und Circuit. Und Titan haben wir ja noch, soweit ich weiß. Ich habe einen Advanced Plating für dich schon reingetan. Gut, wir könnten jetzt aber mal weitermachen mit der Power Armor, weil nur die Schuhe reichen ja nicht. Wir bräuchten ja auch mal eine Hose. Da brauche ich mal noch die Data Storage Orbs, oder? Glaube schon. Schauen wir mal, wie weit ist die Sampling Machine. Oh, 18 fertig. Ach ja, da fehlt nur noch eins. Da fehlen nur noch vier. Dann zweimal die Power Armor Leggings. Eins Zukunft würde ich rein. Die Chestplate. Eins kommt für dich rein. Und der Helm. Da brauchen wir wieder einen Computermonitor. Wir haben keine Aluplatten mehr. Ich schmeiß den Stack in die Plate Bending Machine. Daran soll es ja jetzt nicht liegen. Hat Street nicht irgendwas gesagt, dass wir dafür Tanks brauchen? Ich schätze mal, der braucht für, meinte den Schockabsorber damit. Ah, okay. Weil da braucht der Force Field Emitter, bräuchten wir Superkonduktor und dafür brauchen wir Tungsten. Du hast? Ich habe jetzt erstmal nur Advanced Plating drin. Ah, okay. Was wollte ich jetzt nur gerade? Ah ja. Wir wollten ja noch den Computermonitor machen.
Natürlich falsch rum. Ein Computermonitor, wir brauchen dann nochmal für dich ein bisschen Farbe. Kommen wir aus dem Green Shrub, was kriegt man daraus? Ja, Kaktusgrün, und das kann man eigentlich mit Baumwoll mixen, ja. Aber wollen wir noch mal eh bestimmt, ne? Könnten wir? Ja, da sind noch 114. Ach, ich hab schon wieder die Farbe vertauscht. Leck mich doch. So. Die Power Armor wäre quasi damit schon mal komplett. Müssen wir nur noch ausstatten. So, was? Ah, nee, nee, wir sind noch nicht ganz komplett. Es fehlt noch ein Teil. Fällt mir gerade ein. Fangen wir bei den Leggings an. Da brauchen wir zwei Servomotoren. Schlupfflug. Ja, Sprint Assist wäre mal interessant. Jump Assist. Swim Boost können wir mal drüber sprechen. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal Servomotoren. Ja, ja. Gut. Servomotor. Gut. Ich mache jetzt erstmal nur meine fertig, ne? Steine mache ich später fertig. Mach dann auch außerhalb der Aufnahme. Okay. Weil muss man jetzt nicht alles auf einmal zeigen. Ja, klar. Ah. Ich glaube 300% Jumpus reichen auch. Damit heißt es dann tschüss. Diamond Leggings mit Flim Flam. Ich glaube, ich lasse meine Flim Flam erstmal noch da, drauf. Bin ich nicht nett? Ja, ich dich auch. Na komm, zieh sie aus. Weil bevor noch irgendwas damit passiert. Ja. Gleich aus. Alles andere anziehen. Weißt du, woran mich diese Power Armor, die Hose und die Schuhe erinnern? Die erinnern mich gerade richtig von Portal und Portal 2 hier an die Long Fall Boots. Oh. Oh. Ne? Ja. Long Fall Boots forever, ey. Die waren damals bei Fizibis richtig geil. Da wollte einfach jeder haben. Ich weiß noch, ich habe noch vor kurzem mal mit ein paar Jungs in meiner Klasse, die wollten die unbedingt Fizibis zocken. Und einer, der ist, war so ein potenzieller Kunde für Long Fall Boots. Der hat im Dschungel gewohnt, auf einem Baum, hat sich dann ein kleines Baumhaus gebaut und ist jedes Mal rausgefallen und gestorben. Okay, hast du noch irgendwas für mich? Innen drin müsste noch. HV-Kapazität hast du schon drin, ne? Das Advanced Plating noch. Für die Schuhe. Für die Panzerung. Ah, okay. Wie viel Titan haben wir eigentlich noch? Brauchen wir das für jedes Teil? Ja, können wir nochmal ein paar machen. Oh, okay. Vor allem, ich habe mich heute Morgen habe ich erstmal erfahren, dass Spanien aus der WM raus ist. Ja. Ich finde das einfach nur so richtig ein toller LOL. Nicht nur du. Vor allem, ich habe auch so ein geiles Bild gesehen.
mit Portugal und Spanien. Gehen die WM, haben sie gesagt. Es wird Spaß machen, haben sie gesagt. Deutschland ist keine Chance. Er hat keine Chance, haben sie gesagt. Ja. Ich habe wusste, das muss ich so zu Tode lachen. Ich habe mir schon allein darüber gefreut, dass, beziehungsweise gewundert, dass Deutschland gegen Portugal 4-0 gewonnen hat. Ey, weißt du, was ich ohne Scheiß abgezogen habe? Weil ihr Was? gesagt, was wir abgezogen haben. Unsere Klasse hat es dann so gemacht, wir sind an dem Tag in die Schule einfach nur mit Deutschland-Trikot und allem gegangen. Dann, unser Mathelehrer guckt uns an, während wir vor der Tür stehen. Was denn das? Ganze Klasse, Deutschland! Der hat sich voll verarscht gefühlt. Ihr hättet eiskalt Schlamm sagen müssen. Deutschland. Einfach Deutsch. Einfach Deutsch. Schlamm. Ah, ja. Neue Internettrend und so. So, weil der Hose Mama, der Sprint Assist. Ich will schnell laufen. Das tut wieder gut. Tut richtig gut. So. Was brauchen wir für das Jetpack? Und den Glider. Für den Glider brauchen wir auf jeden Fall zwei Gliderwings und für das Jetpack Ion Thruster. Schauen wir uns mal die Ion Thruster an. Oh. Das sieht böse aus. Gut, die Ionenfroster sind damit erst nochmal auf Eis gestellt. Weil der Jetpack braucht halt wirklich schon Tungsten, weil wir dafür Superkonduktor brauchen. Wie viele Ionenfroster braucht man dafür? Wie viel kriegt man? Ist klar. Ey, ich weiß, ich habe das schon oft gesagt in diesem Let's Play, aber Jack, ich hasse dich wie die Pest. Schau dir mal den Ionenfroster an. Das ist ein Witz. Warte. Would you like to fight me? Du verstehst, was ich meine. Gut. Alter. Das Jetzt haben weiß ich, wofür er das Tungsten braucht. wir. Ja, das ist ein Witz. Das ist sowas von ein Witz. Ja. Ich brauche gerade den Leusmelter mal. Weil die Gliderwings können wir zum Beispiel. Es hat Geräusche gemacht. Weil die Gliderwings können wir uns schon mal machen.